My stomach is growling, honey. It's gonna make our meat tasty. Let's fire the cook and grill for the rest of our lives. Hallo Leute, und wie versprochen, da ist er, der Beaver. Oh ja, ihr habt den Trailer schon gesehen auf Channel 2 und hier, jawohl. Hier nochmal hier der Griff, Tür gegriffen und oh. So, Boys and Girls, hier Springline. Jetzt machen wir hier so eine Aluschale hier, weil die da drin, die will ich nicht wieder einsauen wie letztes Mal hier. Da backen wir dann Zwiebeln, Thymian, Petersilie, halbes Stück Butter rein. Und dazu hier, oh, 4 Ribeye Steaks. Groß natürlich. So. Und nun hier drauf, das Gitter hier, ne? So. Und nun hier. Grobes Salz drüber hier. Andere sagen, man braucht nicht salzen, ich mach's einfach vorher, weil es geht. So, andrücken hier. Yeah. Genau. So, jetzt lassen wir es erstmal ein bisschen einziehen. Zinn, ja. Oh. Gas rein. Holz mit Feuer rein und entzünden die Flamme. So, und jetzt stellen wir draußen ein bisschen höher. Ja, ganz genau. So, auf Steak, Dicke. So, nun hier unser Buttergerät hier, Kräuterbutter. Dingen, das stopfen wir hier rein. Man kann das alles auch in der vorhandenen Schale machen, aber ich dachte mir, hey, ich spare mir ein bisschen sauber machen. So, und rein mit dem Fleisch. Oh ja, und jetzt drehen wir auf Vollgas hier. Oh, und da kommen auch schon die Flammen, seht ihr das? Oh, wie das brutzelt. Oh ja. Das ist mein Steak. Hier die Flammen, Full Power 800 Grad. Extra von oben. Oh, was ich liebe an dem Gerät. Ich kann sehen, wie es fertig wird, das Fleisch. Endlich mal Hitze von oben. Oh ja, so, nun wieder raus damit, ey. Das Salz hat ja nicht mal die Zeit gehabt, hier sich da reinzuziehen, aber so, das geht schon. Umdrehen das Gerät hier. Gucken wir mal, wie es von unten aussieht. Oh. Überhaupt nicht fertig, ja. Ganz genau, nämlich das wird jetzt weiter geballert. Ne, das war eben ein Minute hier, jetzt schieben wir es nochmal für eine Minute rein. One minute to go. Und jetzt Gas, Freunde. Hier yeah, nochmal, hier deeper, ja. Yeah. Wow. Die Flammen kommen, die Flames. Ah, sehr schön. So, wie das brutzelt. Oh ja. Mm. Einfach nur geil. So, Minute vorbei, Spaß vorbei hier mit dem Steak. Schönes Ribeye hier. So, das packen wir in Aluschälchen. Und dann hier oben drauf, da bleibt es warm. Kannst noch ein bisschen nachziehen. Und derzeit machen wir schon mal das nächste Gefährt. Oh ja, das lunsen wir jetzt hier schön rein. Hier. Oh ja. Oh, da kommen die Flammen von oben. Die Hand sollte man da nicht einstecken, Freunde. Das Teil ist heiß wie ein Vulkan und dann verbrenne ich mich daran. So, nun rein damit. Ja, immer Handschuhe am besten benutzen. So, ich weiß gar nicht, wie das durch den TÜV gekommen ist, das Teil. Aber Johnny kann's bändigen. Nun hier. Greifer rein hier, wunderbar. Und dann rausziehen, ja. Super. Oh, sieht das nicht fein aus, Freunde? Jawohl. Und das nächste daneben, oben drauf. Wunderbar. Ich muss noch ein bisschen was machen. So, Kräuterbutter kann schon mal raus hier. Wunderbar. Ja, das sieht gut aus. Sehr lecker. So, nun, Steaks haben wir fertig geballert. Die Runen. Da können wir Mayo und natürlich hier Chili Pesto reinlunsen hier. Oh, schön durchmöllern. Das wird unsere Sandwich Sauce. So, und nun hier Pfanne. Butter hier, geschmolzene Butter rein. Mit Pinienkerne schön anbraten hier. Sehr schön. Das muss man alles nebenbei noch machen hier. Aber dafür wird man ordentlich belohnt mit einer ordentlichen Ladung Fleisch. Und hier haben wir es auch schon. Jetzt ist Zeit zum Anschnitt. Oh ja, ganz genau, so wie ich es haben wollte. Rot von innen, kross von außen. Oh, und saftig, Leute. Wer sagt, dass es nicht saftig ist hier? Ich drück da mal nochmal drauf hier. Oh, sieht auch gut aus. Oh, geil. Und hier ein Teller voll Steak.
Ja, den könnte ich einfach alleine essen. Und jetzt nimmt man ein Brot hier, eine Scheibe Brot, eine kleine Johnny-Scheibe, unsere Pesto-Mayonnaise drauf, Salat und Tomaten oben drauf. Und nun hier Hartkäse, ne, der gute Parmesan hier, schneiden wir hier schön ein paar Scheibchen ab und dann das Steak. Oh ja, das wird ein Gefülle hier, ein richtiges Gemetzel. So, aber ich krieg alles drauf, ein bisschen drücken, Freunde. Und nun, jawohl, wenn wir es haben, Pfeffer drauf. Und jetzt kommt unsere Kräuterbutter, die Zwiebeln und Kräuter. Und jetzt die Soße, die geschmolzene Butter nochmal übergießen. Oh, wie das da schön rausläuft. Oh, da ist noch, hat sich noch was versteckt. Oh ja, sehr gut, Freunde. Und nun, die gerösteten Pinienkerne. Ihr könnt euch an die Pfanne erinnern, hier sind sie nochmal. So, oben drauf, so als kleines Highlight, knuspriger Abschluss. Und eine Scheibe Weißbrot oben drauf. Und das ist er. Johnny's Steak Sandwich. Oh ja, gebieft bis zum geht nicht mehr. Sehr gut. Oh, präsentieren Johnny's Ultimative Steak Sandwich, Boys and Girls. Lunzt es oder ballert es euch rein. Hier nochmal die Rezepte. Quatsch, das Rezept. Mit den Zutaten, was ihr dafür braucht, für das Gefährt. Ja, wer noch nicht genug gekriegt hat vom Beef hier, ja, da gibt es einen mega Beef Burger da, ne? Ultimate, ne? Und da oben, ne? Da unten natürlich das Pulled Beef Baguette. Freunde, Boys and Girls, ballert es euch rein. Ach, und bevor ihr mich jetzt wieder fragt, wo der ganze Kram wegkommt, und in der Box findet ihr alles, was ihr dafür braucht. Ob Grillgerät oder Rezept. Ciao, Freunde. Wuhu. Ach, einen habe ich noch. Aber ihr könnt mich abonnieren. Kostenlos. Oh, wow. Das gibt's ja nicht immer, ne? Naja, dann verpasst ihr nicht eine Folge. Ja, die verpasst man ja auch so oder so nicht, ne? Denn es wird ja hochgeladen, oder nicht? Also, wer der Erste sein will, der die Folge gesehen hat, greift zu. Bis bald, Boys and Girls.